Hi, mein Name ist Revin Kapor, ich studiere im zweiten Semester General Management an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht und ich bin Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung. Durch Recherchen bin ich auf die Hans-Böckler-Stiftung und ganz besonders an das Programm Böckler-Aktion Bildung aufmerksam geworden. Für die Bewerbung sind Referenzschreiben notwendig, die ich von meinen Lehrern erhalten habe. Wenn man dann die Bewerbung abschickt, wird man zu den Gutachtengesprächen eingeladen. Diese führt man dann mit einer Vertrauensdozentin und mit einem Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung. Wenn dann das Gutachten positiv ist, dann wird man zum nächsten Schritt eingeladen. Das ist dann ein Gespräch vor dem Auswahlkomitee. Und vor diesem Gespräch war ich echt nervös gewesen, aber ich kann euch beruhigen, ihr müsst nicht nervös sein. Die Leute sind sehr freundlich und es wird wirklich Wert auf den persönlichen Werdegang gelegt. Was es für mich bedeutet, Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung zu sein, ich kann viele Seminare besuchen, es gibt viele Praktika-Ausstellungen und natürlich die finanzielle Hilfe ermöglicht es mir, mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren zu können. Ich würde es jedem empfehlen, sich für ein Stipendium zu bewerben. Der Bewerbungsprozess ist zwar lang, aber wenn man es dann schafft, lohnt es sich auf jeden Fall. Bei Fragen könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ich euch beim nächsten Seminar vielleicht antreffe. Ciao!